Im Frühling liebe ich die Morgendämmerung, wenn das Licht allmählich wiederkehrt, die Umrisse der Berge sich schwach vor dem hellen Himmel abzeichnen und schmale, rosa angehauchte Wolkenstreifen über sie hinwegziehen. Und es war hier, wenn man überlegt, im Jahr 1000, ist der Hammer, oder? Das ist so schön. Das hier ist ein Juwel der klassischen japanischen Literatur, das Kopfkissenbuch der Dame Sei Shonagon. Sei Shonagon war wohl eine Hofdame im Mittelalter, im japanischen Mittelalter. Sie wurde ungefähr 966 geboren und als sie in ihren 30ern war, hatte sie sozusagen ihren Karrierehöhepunkt und wurde eingestellt als ganz enge Hofdame der Kaiserin Sadako. Sie war eine echte Literarin. Sie kannte sich unheimlich aus in alter klassischer chinesischer Literatur und klassischer japanischer Literatur. Man kann sich dieses Buch vorstellen als eine Art Literaturblog. Also sie beschreibt darin nicht nur ihre Liebesabenteuer oder die Exkursionen mit dem Hofgefolge, sondern auch ganz subjektive Naturbetrachtungen. Und da hat die Komponistin Malika Kishino auch die Inspiration gewonnen für diese Komposition, die sie mir gewidmet hat. Steht auch basierend auf dem Kopfkissenbuch von Sei Shonagon und mir gewidmet, was mich sehr freut. Ich bin Midori Seiler, ich spiele Barockvioline und werde beim diesjährigen ZAMUS Early Music Festival am 17.05. ein Konzert spielen. Das nennt sich Identitätsspiel und hat tatsächlich viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Wer bin ich eigentlich? Aus was setze ich mich zusammen? Ich denke, das ist eine Frage, die sich eigentlich jeder Mensch im Laufe des Lebens stellt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, dazu hat Malika ein Stück geschrieben, aus 4 Sätzen bestehend, 4 Jahreszeiten zugeordnet, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und sie kennt auch dieses Buch sehr genau und beschreibt darin in ihrer Komposition eigentlich sehr viel Natur auch. Also sie nimmt sehr geigerische Mittel und auch eigentlich barockspezifische Mittel, nämlich setzt sie auch die Skordatur ein, eine ziemlich wilde Skordatur, unterschiedlich in verschiedenen Jahreszeiten und nimmt damit auch ein sehr barockgeigenspezifisches Mittel zur Hand. Dazu spiele ich ein paar Fantasien von Georg Philipp Telemann. Diese Fantasien sind ja sehr berühmt. Die sind natürlich aus einer ganz anderen Kompositionszeit. Allerdings denke ich, dass da gewisse Gemeinsamkeiten bestehen, weil auch diese Kompositionen von Telemann brauchen eigentlich ein sehr persönliches Herangehen. Also da steht zwar natürlich Musik in Handschrift, also wir haben da eine nicht von Telemann existierende Handschrift, leider. Kein telemannisches Autograph, sondern eine Abschrift. Aber auch da wird deutlich, dass wir aufgefordert sind, an der Geige selber kompositorisch tätig zu werden. Also wir sollen mit dem Text persönlich umgehen und den uns zu eigen machen. Das heißt, wir verzieren, wir machen Tempomodifikationen und insofern hat dann das Ergebnis einen genauso persönlichen Bezug wie eine Auftragskomposition, die jetzt mir auf den Leib geschrieben wurde. Ich denke, dass es interessant sein wird, auch bei der zeitgenössischen Komposition zu merken, dass als Hörerin ein ganz persönlicher Bezug zu der Musik entstehen kann. Also diese Art von zeitgenössischer Musik, die ich hier spielen darf, ist überhaupt nicht trocken, akademisch, intellektuell, sondern hat einen unglaublich poetischen Bezug. Also da geht es um Literatur, um ganz feine, hohe Kunst des Schreibens von einer unglaublich gebildeten Frau, die vor über 1000 Jahren gelebt hat. Und das war für mich und für die Komponistin eigentlich auch eine ganz große Inspiration.
Das zweite Konzert, mit dem ich präsent sein darf beim Zamus Early Music Festival, ist das Abschlusskonzert. Das ist nicht alleine, sondern mit einer ganz tollen Truppe. Das sind also Kollegen, Musiker und Musikerinnen dabei, aber auch zwei Tänzer. Zwei Tänzer, die ich sehr gut kenne, mit denen ich schon gearbeitet habe, sehr intensiv gearbeitet habe, und ich freue mich total auf dieses Projekt. Das Thema dieses Mal ist Spiele, Games, und ich bin sehr gespannt darauf, was Juan Cruz, der Choreograf und Tänzer, mit uns da plant. Ich bin sicher, dass er, weil er einen ganz feinen Humor hat, da sehr lustige Sachen mit uns vorhat. Und er weiß, dass wir zu allem bereit sind und wird sicherlich sehr viel Spaß haben, mit uns zu experimentieren und unsere Grenzen auszutesten. Die Probentage werden ein bisschen anders sein als sonst. Normalerweise, gut, man bereitet sich vor auf ein Projekt, heutzutage druckt man sich die Noten aus, übt, macht sich die Musik zu eigen und kommt dann zusammen und fügt mit den Kollegen das zu einem Ganzen zusammen. Und diesmal wird es ein bisschen anders ablaufen. Wir treffen uns ein paar Wochen im Vorfeld mit der Musik, und zwar in dem Stadium, das ich gerade beschrieben habe. Aber dann beginnt ein ganz eigener Prozess, der doch recht anspruchsvoll ist, nämlich auswendig lernen. Auswendig lernen ist immer so eine Sache. Also wenn man das Glück hat, eine Melodiestimme zu spielen, ist das in der Regel kein Problem, weil Melodien sind einprägsam, und wenn man Musikerin ist, dann ist das doch in der Regel kein Problem. Schwieriger wird es, wenn man eine zweite Geigenstimme, eine Bratschenstimme, eine Continuo-Stimme auswendig lernen soll, dann ist das alles ein bisschen anspruchsvoller. Aber alle, die mitmachen, haben sich von Anfang an darauf eingelassen, und das wird ein Spaß. Das Resultat ist, dass wir tatsächlich flexibel uns im Raum bewegen können und physisch ganz anders einsetzbar sein werden, als wenn wir jetzt mit Pult vor der Nase wirklich in das Notenpult hineinspielen müssen. Zamus Köln ist für mich der Inbegriff von Kreativität im Rahmen der alten Musik für Nordrhein-Westfalen. Also das ist so ein unglaublich breiter, großer Rahmen für alle von uns, die hier im Raum leben und mit alter Musik arbeiten. Und ich finde das den Hammer, dass es sowas gibt und dass man sich für diese Art Projekte, wie ich sie jetzt beschrieben habe, bewerben kann. Dass man in dieser Form kreativ sein darf und damit tatsächlich auch Publikum hat. Das wird ein spannendes Konzert, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie begrüßen könnte.